Schön, dass ihr so früh aufgestanden seid und gekommen seid. Das ist für mich auch die erste Kindervorlesung, die ich mache. Ich hoffe, ich schaffe das einigermaßen unterhaltsam zu machen für euch. Und das Thema heute, wurde ja gerade schon gesagt, sind Böden. Und was ich jetzt geschrieben habe, viel mehr als nur Dreck. Und aber ihr kennt Böden wahrscheinlich, wenn es geregnet hat, dann lauft ihr draußen rum und dann sind nachher die Schuhe dreckig und alles ist matschig und so. Und dann kann man darauf kommen, dass Böden irgendwie gar nicht so gut sind und es vielleicht besser ist, wenn man schön asphaltierten oder gepflasterten Hof hat, wo man sauber bleibt, oder? Wo man gar nichts mit den Böden zu tun hat. Aber andererseits bin ich natürlich auch jemand, der jetzt seit 20 Jahren schon sich mit Böden beschäftigt und dazu forscht. Das heißt, da gibt es also schon sehr viel zu entdecken und auch sehr viele Gründe, warum die Böden für uns wichtig sind. Und wenn wir jetzt einmal anfangen, was ist für euch Boden überhaupt? Man denkt ja manchmal, Boden ist das, was man so im Sack im Baumarkt kauft, als Blumenerde. Das ist aber für mich kein Boden, das ist einfach nur irgendwas Zusammengemischtes, wo Pflanzen kurzzeitig gut drauf wachsen können, aber lange funktioniert das nicht. Und dann gibt es natürlich sowas, so kennt ihr wahrscheinlich den Boden, oder? Wer von euch hat einen Garten zu Hause? Okay, ihr kennt alle, ihr habt alle schon mal im Garten gegraben, oder? Dann sieht man, dass das so braun ist und manchmal matschig und manchmal trocken, oder? Das ist dann der Boden. Und für mich ist ein Boden aber eigentlich sowas, wenn man dann noch tiefer guckt, oder? Also nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich in den Boden reinguckt und dann guckt, wie ist der aufgebaut. Und dann, was ihr hier natürlich auch gut seht, hier wachsen ja Pflanzen drin, oder? Was brauchen die Pflanzen, um gut zu wachsen? Was brauchen wir, um unsere Nahrung zu produzieren? Genau, und erstmal kann man sich überlegen, wo kommen überhaupt die Böden her? Wenn ihr das jetzt seht, das ist ein Bild aus den Alpen. Weiß jemand von euch, was ein Gletscher ist? Möchtest du mal sagen, was ein Gletscher ist? Genau. Das ist das, was man hier hinten noch sieht. Hier oben liegt Schnee, ganz viel Schnee, da schneit es viel. Und weil es so hoch oben ist, ist es kalt genug, dass der Schnee nicht schmilzt. Und dann bilden sich so ganz dicke Schneeschichten, die dann hier runterrutschen ins Tal. Ne? Und wenn man sich jetzt ganz lang zurückdenkt, vor ungefähr 10.000 Jahren, ein bisschen mehr, da war in Europa, also da, wo wir jetzt sind, waren ganz viel von diesen Gletschern bedeckt. Da war es ganz kalt. Eiszeit habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Oder Ice Age, einen Film geguckt wahrscheinlich. Ja, genau. Da gab es ganz viele von diesen Gletschern und da sah es eigentlich in großen Teilen Europas so aus wie hier. Einfach nur Geröll und Schutt und Steine. Und jetzt, wenn wir nach 10.000 Jahren gucken, dann sehen wir, dass wir Böden haben, wo Pflanzen wachsen, wo wir unsere Nahrungsmittel drauf produzieren können. Also, da hat sich ganz schön was geändert. Was meint ihr, was ist da passiert? Ja, es wurde wärmer. Aber jetzt früher lagen da Steine und jetzt ist da Boden. Was ist da passiert? Die Steine haben aneinander gerieben und wurden immer kleiner. Genau. Die wurden immer kleiner. Und was wird dann aus Steinen, wenn die immer kleiner werden? Sand. Genau, Sand. Und wenn die noch kleiner werden, hat da noch jemand eine Idee? Ja, vielleicht tun wir. Ja, machst du. Weißt du, was aus Sand wird, wenn er noch kleiner wird? Feiner Sand, genau. Und noch kleiner, was gibt es noch Kleineres? Erde, ja. Wenn man Sand noch feiner reibt, vielleicht? Ton, genau. Also es gibt verschiedene Größen und die werden dann unterschiedlich bezeichnet. Den Sand, den kennt ihr alles aus den Sandkasten. Den hab ich, also anfangen tut es mit Steinen. Ich habe die mal hier mitgebracht. Ihr könnt das, Steine kennt ihr ja, ne? Wie es aussieht. Dann Sand habe ich mitgebracht. Das ist das, was ihr aus dem Sandkasten kennt. Könnt es vielleicht mal rumgeben, dann kann jeder noch mal Sand anfassen. Ja, das ist Sand. Und dann gibt es noch eine Größe von Steinen, die ist nicht so bekannt. Hat jemand schon, von euch schon mal Schluff gehört? Schluff? Schluff hat noch keiner gehört. Das ist so, ist eigentlich wie Mehl. Die Korngröße wie Mehl, wenn ihr das vom Backen kennt. Vielleicht könnt ihr euch das mal anfühlen, wie vom Backen, ne? Das ist jetzt aber klein gemahlenes Gestein, kein Mehl. Das ist so die Korngröße und dann gibt es schließlich den Ton. Das sind die ganz, ganz kleinen Körner. Ne? Und diese ganz, ganz kleinen Körner, wenn ihr den jetzt gleich reibt, dann werdet ihr ein bisschen dreckig dabei, ist aber nicht schlimm, das gehört heute dazu. Ja? Dann merkt ihr, dass das so ein bisschen plastisch ist wie beim Töpfern. Wer hat schon mal getöpfert von euch? Ganz viele, ne? Habt ihr im Kindergarten vielleicht schon mal gemacht? Dann seht ihr, die Körner sind so klein. Den Sand, da spürt ihr noch einzelne Körner. Ja, beim Schluff,
der wie Mehl ist, spürt ihr schon nicht mehr. Und dann habt ihr schließlich den Ton, da sind die Körner so klein, dass sie so fest aneinander kleben, dass es euch erscheint, als wäre das eine Masse. Ne? Genau. Also was ist hier passiert? Wir haben gehört, die Steine reiben aneinander und die werden kalt und warm und es regnet drauf und die zerbrechen immer kleiner. Und dann bekommen wir halt erst Sand, dann Schluff, dann Ton. Und was ist sonst noch im Boden? Habt ihr eine Idee außer kleinen Steinen? Hat jemand eine Idee, was im Boden ist außer kleinen Steinen? Ja? Tiere, ja, da kommen wir später noch zu, genau. Tiere und was noch? Wasser. Wasser, ja, sehr gut. Nährstoffe. Genau, Nährstoffe, ihr wisst ja schon super viel. Genau. Und wenn man hier sich das anschaut, wir haben ja am Anfang Steine, ne? Und dann brechen die klein und werden kleiner. Was man auch sieht, hier fängt schon an, die ersten Pflanzen drauf zu wachsen. Ne? Also Pflanzen sind auch immer viel im Boden, neben dem allem, was ihr genannt habt. Und diese Pflanzen, die sterben irgendwann ab. Und dann werden sie im Boden umgesetzt, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, also kleiner gemacht auch. Und dann wird das Humus. Habt ihr schon mal Humus gehört? Humus im Boden? Vielleicht. Wenn der Boden so ganz braun oder so dunkelschwarz wird, ne, dann sind da ganz viele Reste von Pflanzen drin. Das ist in der Regel auch gut für die neuen Pflanzen zum Wachsen. Also wir sagen, Boden entsteht aus Stein und braucht eine sehr lange Zeit. Also das sind mehrere tausend Jahre, die ein Boden braucht, um zu entstehen. Und dann, was passiert mit den Steinen? Die werden klein gemahlen, es gibt Lebewesen, es gibt Pflanzen, es gibt Wasser im Boden und so bildet sich eigentlich dann der Boden, so wie wir den verstehen als Bodenkundler. Man könnte sehen, es gibt unterschiedliche Böden, natürlich, die unterschiedlich aussehen. Wenn man jetzt wirklich in die Tiefe guckt, wenn ihr jetzt einfach nur an der Oberfläche grabt, sind die vielleicht alle ähnlich. Wenn man runter guckt, sind die unterschiedlich. Und hier könnt ihr sehen, dass zum Beispiel so ein Boden, der aus diesem Geröll entstanden ist, was ihr gerade vor dem Gletscher gesehen habt. Hier seht ihr noch die großen Brocken drin. Ne? Und dann seht ihr aber, dass dazwischen ganz viel feines Material sind. Das sind schon die zerbrochenen Steine. Und dann seht ihr hier oben, es ist so dunkel. Woran liegt das? Warum ist das gerade oben dunkel? Ja? Erde. Ja, Erde, aber was ist da drin? Also Erde, Boden, das ist so ähnlich. Aber warum ist der so dunkel da oben gerade? Weil da ganz viel Wasser drin ist. Ja, da ist viel Wasser. Und was noch? Humus. Genau, das wäre dann der Humus, von dem wir gerade geredet haben. Also deswegen ist der gerade oben, oder? Oben ist es dann so dunkel, weil da die toten Pflanzen drin sind eigentlich. Die Pflanzen, die sterben ja irgendwann auch. Und dann sind im Boden und werden zu Humus. Und dann wird der oben so dunkel. Dann seht ihr ganz unten, ist das so die Farbe des Gesteins. Am Anfang ist es so grau. Und dazwischen werden die Böden meistens so bräunlich. Und diese bräunliche Farbe, die haben wir eigentlich fast immer in unseren Böden. Und das liegt daran, weiß jemand von euch, was Rost ist? Einfach mal melden, wer es weiß. Rost, habt ihr schon mal Rost gehört? Wenn Eisen rostet, wenn ihr einen Nagel habt, der im Wasser liegt. Genau, Rost ist einfach, wenn Eisen oder wenn Metall verrostet, dann wird das so farbig, kriegt das eine ganz gute rote Farbe. Und was hier im Boden passiert, da ist auch Eisen drin, ganz fein verteilt. Und das rostet auch. Und das wird aber nicht so rot, sondern eher gelb. Das ist einfach eine andere Art von Rost. Und deswegen werden die Böden bei uns immer so dieses gelbliche Braun. Egal, hier sieht man das Ausgangsgestein, hier ist grau. Der Boden ist braun. Und ihr seht, der Boden kann entstehen aus einem Geröll, kann aber auch mal aus massiven Gesteinen entstehen. Das heißt, am Anfang kann es sein, dass ihr wirklich ein festes Gestein habt, eine feste Gesteinsplatte. Und dann, wenn man nur 10.000 Jahre wartet, sieht es dann so aus. Oder dann ist das ganze Gestein ganz klein gebröselt und das, was wir gerade gesagt haben, ist passiert. Organismen, Pflanzen sind gewachsen, Tiere haben die Pflanzen wieder aufgefressen, es ist Wasser im Boden und so weiter. Genau, und wenn man sich das so ein bisschen schematisch anschaut, dann sehen Böden eigentlich immer, natürlich sehen die immer ein bisschen anders aus, aber ist das eigentlich immer so, hier ist es nochmal dargestellt, habt ihr ein Gestein, und wenn man ein bisschen weiter nach oben kommt, dann sieht man, dass es so ein bisschen grob zerbrochen, da hat es noch grobe Steine, je weiter man nach oben kommt, desto feiner ist das zerbrochen. Und dann habt ihr oben den Humus, die toten Pflanzen drin, und deswegen habt ihr so eine Farbe, hier eine dunkle Farbe, dann habt ihr hier diese
eher braune Farbe, das ist so eine Mischung aus dem Humus und dem Rost im Boden. Und hier seht ihr auch, der Boden hat eine ganz andere Farbe als das untere Gestein, einfach weil der Eisen im Boden war, es gerostet ist und weil Pflanzenreste reinkommen. So entsteht ein Boden. Und wir sehen auch, sind bei uns in den 10.000 Jahren, in denen sie entstanden sind, bis zu einem Meter tief. Viel tiefer ist das nicht. Und dann kommt eigentlich das, was unten drunter ursprünglich war schon. Genau, also woraus besteht Boden? Ja. Ihr habt es gerade in der Hand gehabt, es können noch Steine drin sein, große, ne, wie das hier. Dann den Sand, den ihr gerade gehabt habt, vom Sandkasten. Den Schluff, der wie Mehl ist. Und dann eigentlich den Ton, womit man töpfern kann. Dann habt ihr Reste von Pflanzen, ne? Ich habe das mal hier nochmal mitgebracht, das sind einfach, oder hier. Dann haben wir die Blätter, die im Herbst auf den Boden fallen, die werden immer kleiner gefressen und mischen sich dann in den Boden ein. Dann haben wir Wasser, wurde gesagt. Wir haben Tiere im Boden, wurde gesagt, da kommen wir auch noch zu. Was haben wir noch im Boden? Ist auch noch wichtig. Pflanzenwurzeln. Pflanzenwurzeln, ja, ganz viele sogar. So, ne? Noch jemand noch was, was noch fehlt? Kleine Steine, tote Pflanzen, ja. Samen auch, ja. Ton, genau, also diese ganzen kleinen Steine. Und was noch fehlt, ist Luft. Das hat im Boden auch noch relativ viel Luft. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn wir den Boden anschauen, uns das vorstellen. Dann haben wir kleine Steine, ne? Die können groß sein, dann ist es Sand. Oder mittelgroß, dann ist es Schluff. Oder ganz klein, dann ist es Ton. Und dann können wir da noch Humus haben, der ist irgendwie dazwischen und auf den Körnern. Und dann, wenn wir aber mehrere solche Körner zusammen haben, dann hat man da drin ja immer noch Hohlräume. Und wenn es viel geregnet hat, ist in den Hohlräumen Wasser. Und wenn es lange nicht geregnet hat, wie jetzt gerade, ne, hat ja lange nicht mehr viel geregnet, ist in den Hohlräumen Luft. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Bodenorganismen, die müssen ja auch atmen. Das heißt, wir haben jetzt im Boden eigentlich feste Substanz, Steine und Humus und dann aber flüssiges Wasser und Luft. Und wenn ihr jetzt über den Boden lauft, was meint ihr, wie viel Hohlraum ist da drin, so ein Boden normalerweise? Wie viel ist feste Steine und wie viel ist einfach freier Raum? Was meint ihr? Wie viel ist das? Ist das viel mehr Steine oder halb-halb? Oder viel mehr Hohlräume. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Boden, aber im Grunde sagt man immer die Hälfte. Die Hälfte sind Poren. Also wenn ihr draußen über den Boden lauft, dann müsst ihr euch vorstellen, das fühlt sich zwar fest an, aber das ist die Hälfte davon ist Hohlraum und die andere Hälfte sind einfach kleine Steine und Humus und so weiter. Und diese Hohlräume, wie gesagt, die sind wichtig für das Wasser, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, und für die Luft, dass die Bodentiere und die Bodenwurzeln, die müssen auch atmen, dass die atmen können überhaupt. Genau, jetzt wissen wir ein bisschen, was Boden ist und wie ich mir den vorstelle, als jemand, der sich lange damit beschäftigt, oder? Und jetzt ist die Frage, warum habe ich jetzt die letzten 20 Jahre damit verbracht? Warum ist Boden wichtig? Warum werde ich dafür bezahlt, dass ich mich damit beschäftige? Habt ihr Ideen? Ja. Mhm. Ja. Genau, schreiben wir mal auf. Standorte. Warum noch? Also Pflanzen. Pflanzen, und die sind eben auch Lebensmittel. Ne? Davon, das essen wir ja eigentlich. Warum ist Boden noch wichtig? Ja? Schreib mal Wissen, ne? Über Sachen, die früher passiert sind. Genau. Ja. Noch Ideen, oder? Schreibt mal einfach Wasser, ne? Da kommen wir gleich noch drauf, wie gesagt. Für Tiere. Ja. Genau. Super. Gut, ich glaube, jetzt haben wir schon mal viel gesammelt und da habt ihr auch schon viele der wichtigsten Sachen zusammengefasst. Und ich werde euch jetzt noch ein bisschen erklären, vielleicht, warum das so ist, warum der so wichtig ist. Ne? Für die verschiedenen Sachen. Genau, das erste ist, jetzt haben wir hier verschiedene Böden, ne? Und ihr seht,
Die sehen unterschiedlich aus und die werden deswegen auch unterschiedlich genutzt. Ja, wenn ihr seht, wenn wir hier so einen richtig schönen braunen Boden haben, ohne viel Steine, dann kann man darauf Nahrungsmittel anbauen. Wisst ihr, was das ist, was hier wächst? Was ist? Ja? Kartoffeln, genau. Kann man, auf manchen Böden kann man besser Kartoffeln anbauen, auf anderen kann man besser Getreide anbauen, um Brot zu machen. Das hängt ein bisschen vom Boden ab. Und dann gibt es die Böden, die sind nicht ganz so gut. Hier sieht man, da ist schon unten so Stein drin und da ist ganz viel so gröberer Kies dazwischen. Und die werden dann zum Beispiel als Grünland genutzt. Da wird Gras wachsen gelassen und da können dann Tiere drauf weiden. Und dann haben wir die Böden, die aus verschiedenen Gründen nicht so gut sind und die werden dann meistens als Wald genutzt. Und was bekommen wir davon, wenn wir Wald haben? Ja, dann kommen eure Möbel zu Hause, die Stühle, auf denen ihr sitzt, hier der Tisch. Das ist ja alles aus Holz und das ist alles mal auf dem Boden gewachsen, oder? Und dann, wenn Tiere gehalten werden, dann kommt da das Fleisch, die Wurst, das kommt ja von den Tieren und auch die Butter und die Milch zum Beispiel. Das sind ja alles tierische Produkte. Und dann schließlich natürlich alles, das ist jetzt ganz viel Gemüse, was hier gezeigt ist, aber auch Kartoffeln und Getreide und so, das wächst natürlich alles auf dem Boden. Und deswegen ist der Boden eben so wichtig für uns als Menschen und deswegen gibt es auch Leute wie ich. Ursprünglich gibt es Leute wie mich, Leute, die sich mit Boden beschäftigen, dafür, dass wir gucken, dass wir möglichst gut Nahrungsmittel produzieren können auf dem Boden. Dass wir möglichst viel Nahrung bekommen und dass wir genug zu essen haben und genug Rohstoffe. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist ja alles mit Pflanzenwachstum zu tun. Was braucht denn eine Pflanze, damit die gut wächst? Da sind noch viele. Wasser, genau. Was noch? Vielleicht drüben, im Orang. Samen, ja. Genau. Dann noch? Sonne, ja. Was? Wärme, ja. Und den Boden? Luft, ja. Sonne. Nährstoffe kamen da, genau. Und die Wärme und die Sonne, die kommen ja nicht aus dem Boden direkt, die kommen ja insgesamt. Aber was aus dem Boden kommt, ist zum einen das Wasser. Ja? Und zum anderen die Nährstoffe natürlich. Da kam noch was. Wärme, ja. Genau, Pflanzen brauchen auch CO2. Aber da gehe ich jetzt nicht viel drauf ein, weil das nochmal eine andere Geschichte wäre. Aber was wir jetzt gucken wollen, vielleicht ist, warum sind Böden wichtig für die Wasserversorgung der Pflanze und für die Nährstoffversorgung? Weil das sind die Sachen, die am meisten sind, die am meisten vom Boden abhängen. Jetzt würde ich gerade ein Experiment für euch machen. Ich glaube, da brauchen wir einen technischen Umbau. Kurz. Genau, ich habe hier unterschiedliche Böden. Ich habe zwei Böden, die sind hier angeschrieben. Der eine ist eher sandig, also eher grob. Der andere ist eher tonig. Dann habe ich einfach einen Sand aus dem Sandkasten geklaut. Und ich habe Kies, ne? Das heißt eher so grobes Material. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wir, es regnet und das Wasser kommt auf den Kies, was passiert dann? Wird er befeuchtet, ja? Und was noch? Genau, das versickert, wenn ich da jetzt mal Wasser drauf gieße. Ja, sofort wieder weg. Gut. Wenn ich hier Sand habe und da Wasser drauf gieße, was passiert dann? Dann wird es matschig, ja? Was noch? Es kommt ein bisschen langsamer raus. Ein bisschen langsamer, ja. Genau. Ja. Schlick, aber wenn wir es einmal drauf gießen, das wird natürlich matschig. Aber ihr seht, es läuft wesentlich. Könnt ihr das sehen alle? Geht das über die Kamera? Weiß nicht, eigentlich, vielleicht stellen wir es hier vorne so ein bisschen hin, dann sieht man es über die Kamera besser. Ja, dann seht ihr, es läuft so. Viel langsamer als beim Kies, aber es läuft immer noch relativ schnell durch, oder? Und jetzt habe ich hier die verschiedenen Böden, hier den sandigen, mehr sandigen Boden, das ist so ein Oberboden. Ja, das heißt, da ist viel Humus drin, stelle ich daneben. Ja,
Was passiert da? Ganz langsam. Ja, da tropft es ab und zu mal runter. Aber jetzt kam gerade ein Tropfen. Ne? Jetzt habe ich hier noch einen Boden, der ist toniger. Das heißt, da ist ganz viel, ganz kleine Körner drin. Und da seht ihr, da ist sogar noch Wasser oben drauf. Ja? Das habe ich vor der Vorlesung schon drauf gegossen und das ist immer noch nicht durchgelaufen. Ja? Und woran liegt das? Was meint ihr? Genau. Also das, was ich gerade schon mal, ich muss es ja vielleicht noch mal ein bisschen größer anmalen, wenn wir jetzt hier große Körner haben, haben wir auch immer große Hohlräume dazwischen. Wenn wir jetzt kleinere Körner haben, werden die Hohlräume auch kleiner. Und wenn wir schließlich den Ton, ne, der ist wirklich, da kann man die Körner ja gar nicht mehr sehen. Und dann sind auch die Hohlräume so schmal, dass das Wasser da ganz, ganz langsam durchfließt. Genau. Ja, vielleicht können Sie noch mal drauf filmen gerade, dass man das sieht. Hier ist eigentlich passiert nichts mehr. Ne? Im Sand ist alles schon durchgelaufen. Hier hat es ein bisschen was unten. Es tropft noch ab und zu so ein bisschen, hat ein bisschen Wasser. Und hier ist eigentlich, ja, das ist jetzt alles Wasser, was in einer guten halben Stunde durchgelaufen ist oder vielleicht eher 40, 50 Minuten, seit ich das vor der Vorlesung noch draufgegossen habe. Ne? Das ist ganz langsam. Gut, dann können wir wieder auf die andere. Nun, aber wir haben jetzt gesehen, oder? Im Boden fließt das Wasser viel langsamer als im Kies. Aber was heißt das für die Pflanze? Warum ist das gut für die Pflanze? Genau, also je langsamer das Wasser durchfließt, ne, ihr könnt euch auch vorstellen, hier ist jetzt das ganze Wasser schon raus, da wird auch wenig Wasser drin gespeichert. Und je feiner der Boden ist, desto besser wird das Wasser gespeichert. Das heißt, wenn ihr einen Boden habt, ne, dann hat die Pflanze viel länger Wasser und wird viel später trocken. Wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet einen sandigen Boden und jetzt ist ein Wetter wie heute, und ihr habt Pflanzen, die wachsen, dann sind die vielleicht nach 2 Tagen, fangen die schon an zu vertrocknen. Und wenn ihr so einen feinkörnigen Boden habt, einen tonigen Boden oder so, dann können die viel länger mit dem Wasser auskommen, weil viel besser das Wasser im Boden gespeichert wird und viel weniger versickert, viel weniger wegkommt. Gut, das war das Experiment zu den zu dem Wasser, was hatten wir noch? Wir hatten noch Nährstoffe gehört. Wer hatte das gesagt? Wer hatte Nährstoffe gesagt? Weißt du, was Nährstoffe sind? Genau, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr heute Morgen euer Butterbrot gegessen habt, dann ist das einerseits wichtig, damit ihr genug Energie habt für den Tag und andererseits sind da ganz viele Sachen drin, die ihr braucht zum Leben. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr zum Beispiel Milch trinkt, da ist viel Kalzium drin, das habt ihr schon mal gehört. Und wozu braucht ihr Kalzium in eurem Körper? Habt ihr eine Idee? Für die Knochen und für die Zähne zum Beispiel. Die bestehen eigentlich aus Kalzium. Ne? Und das heißt, wenn ihr kein Kalzium aufnehmen würdet, könntet ihr nicht wachsen, weil ihr keine Knochen habt. Und für die Pflanzen ist es ähnlich, die brauchen ganz viele Nährstoffe, um gut zu wachsen. Das ist vielleicht... Doch. Hatten vorhin einige gesagt, ihr habt einen Garten, habt ihr mal gedüngt? Wer hat schon mal gedüngt im Garten? Ich. Du? Du? Ja. Und was habt ihr da gemacht? Beim Düngen? Genau, also ihr habt irgendwas auf den Boden ausgebracht. Wolltest du auch noch? Genau, mit Kompost. Also einerseits könnt ihr verrottete Pflanzen nehmen, da sind auch Nährstoffe drin. Oder ihr nehmt die weißen Körner, was wir gerade gehört haben, das sind dann auch Nährstoffe, die in fester Form, die man so kaufen kann. Nun, diese Nährstoffe, die sind zum einen... sind die in den Steinen drin, die wir im Boden haben. Ihr wisst ja, der Boden besteht aus klein gebrochenen Steinen und diese Steine enthalten viel Nährstoffe. Zum Beispiel haben wir jetzt ja Kalzium gehört. Ne? Kalzium, ja, muss ich jetzt so nicht anschreiben, aber Kalzium ist da drin, in diesen Steinen und wird freigesetzt. Und dann gibt es andere Nährstoffe, die für Pflanzen wichtig sind, wie Stickstoff zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Und die sind teilweise im Boden enthalten, in den Steinen. Und teilweise kommen die aus den toten Pflanzen wieder, die im Boden umgesetzt werden von Tieren. Und auch schon. Und dann ist auch noch wichtig, diese Nährstoffe, wenn wir große Körner haben, wieder den Kies, dann haben wir kaum Nährstoffe im Boden. Und wenn wir aber so feine, tonige Körner haben, dann können die Nährstoffe ganz an diesen ganz kleinen Körnern, hier hatten wir ganz kleine Körner, können die richtig fest gebunden werden und dann haben wir eine viel bessere Nährstoffversorgung der Pflanzen. Und das ist eben wichtig,
wenn wir nochmal zurückgehen für unsere Nahrungsmittel. Je mehr besser das Wasser im Boden gespeichert wird, je besser die Nährstoffe im Boden gespeichert werden, desto besser wächst die Pflanze. Genau, und damit kommen wir da wieder auf diese Abbildung zurück. Und hier könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn ihr die Böden jetzt seht und ihr wisst, was wir gerade besprochen haben. Kartoffel, genau. Und die Kartoffel, die wächst am besten im besten Boden. Ne? Der ist schön feinkörnig, da sind wenig große Steine drin. Ne? Das heißt, der kann gut das Wasser speichern und auch gut die Nährstoffe speichern. Und dann der Wald, ne? Der kann auch mit ein bisschen trockeneren Bedingungen auskommen und mit ein bisschen weniger Nährstoffen auf einem weniger guten Boden. Wo kommt denn euer Wasser her, was zu Hause aus dem Wasserhahn kommt? Ja? So? Ja, aus dem Wasserhahn. Und wie kommt das da rein? Vom Regen ins Glas. Vom Wasserhahn ins Glas. Aber wie kommt es in den Wasserhahn? Vom Regen. Nein, aus der Kläranlage kommt, wenn wir es gebraucht haben, dann geht es in die Kläranlage. Hat noch jemand eine Idee, wo kommt das her? Aus der Leitung, ja. Und wo kommt es in die Leitung? Ja. Aus dem Grundwasser. Aus dem Grundwasser, genau. Und was ist Grundwasser? Ein See unter der Erde. Ja, genau, sehr gut. Aha. Genau, filtern kann man das auch, aber meistens kommt es wirklich aus dem Grundwasser. Willst du noch was sagen? So kann man sich das vorstellen, ne? Es regnet auf dem Boden. Und das Wasser, das wird zwar im Boden fester gehalten als im Kies, aber es geht trotzdem, fließt es nach unten, ja? Bis es irgendwann auf eine Schicht kommt, wo es nicht mehr durchkommt. Ja? Und wenn es dann irgendwann nicht mehr weiter nach unten kann, dann bildet sich da dieser See. Ja? Genau. Und aus diesem See kommt eigentlich das Wasser, was wir haben. Das wird also dann wird gebohrt, bis man in diese Schicht kommt und dann wird das gepumpt, wird das hochgepumpt und das verwenden wir dann als Trinkwasser. Warum verwenden wir Wasser aus Grundwasser und nicht aus Seen oder Flüssen? Hat da jemand eine Idee? Genau, im Grundwasser wird es gereinigt. So. Genau. Das ist durch den Boden gefiltert. Ist. Genau, das habt ihr gut gesehen. Und wie filtert der Boden das? Habt ihr da eine Idee, wie das passieren kann? Na, das könnt ihr euch wieder vorstellen, oder? Der Boden, der besteht ja aus einzelnen Körnern. Und wenn jetzt hier zum Beispiel andere Körner reinkommen, also zum Beispiel Dreck, sage ich mal, ne? Das sieht jetzt irgendwie mal vielleicht rot, dann kann er mit dem Wasser hier reinfließen. Aber wenn er dann irgendwo durch diese schmalen Poren soll, also durch diese Hohlräume im Boden, dann bleibt er da stecken, ne? Und dann wird alles dabei sauberer. Ne? Das heißt, diese Partikel, die im Wasser drin sind, die dreckig sind, die uns vielleicht krank machen können, die gehen verloren. Die werden im Boden festgehalten. Und sogar auch Stoffe, die eigentlich nicht als Partikel vorliegen, sondern wirklich gelöst sind, ne? Die werden dann, habe ich noch Farben? Genau, die im Wasser enthalten sind, die können an den Oberflächen, vor allem bei den kleinen Körnern, ne? Ihr müsst euch das ja vorstellen, das ist ein Gemisch, ihr habt große Körner, ihr habt mittlere Körner, dazwischen habt ihr noch kleine Körner. So sieht ein Boden aus. Und wenn ihr jetzt gelöste Substanzen habt, also sogar Sachen, die gar nicht als Partikel sind, die bleiben hier an diesen kleinen Körnern kleben. Und dazu habe ich noch mal ein Experiment. Genau, möchte mir jemand helfen beim Experiment gerade? Ja, du bist gerade vorne. Das ist einfach nur Tinte, ne? Möchtest du mal ein bisschen Tinte ins Wasser tun? Guck mal, da kannst du da rein. Kennst du das? Und dann drückst du hier drauf einmal. Genau, und dann kannst du, ja, und jetzt kannst du, ja, und nochmal loslassen. Genau. Kannst hier rüber. Und jetzt wieder draufdrücken. Ja, ja.
Und jetzt kannst du ein bisschen umrühren, dass das alles blau wird. Genau, das ist schon gut. Und jetzt können wir das wieder testen, was passiert. Und jetzt haben wir Wasser, das ist ja dreckig, das Wasser, sonst wäre es ja nicht blau. Das können wir hier gerade gucken. Was meint ihr, was passiert, wenn wir das dreckige Wasser über den Kies gießen? Und wie sieht das Wasser dann danach aus? Und wenn wir es über den Sand gießen, was passiert dann? Und wenn wir es über den Boden geben, wirklich, was passiert dann? Okay, können wir jetzt mal ausprobieren. Möchtest du mal ein bisschen Wasser hier drüber gießen? Dann machen wir mal das. Okay, reicht schon. Jetzt kannst du mal ein bisschen hier drauf gießen. Und dann kannst du hier drauf was gießen. Ja. Jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Dankeschön. Also, was seht ihr? Kann man es sehen? Hier. Was passiert? Wenn ihr jetzt den Sand nehmt, kann man schon ein bisschen was sehen. Da sieht man gar nichts mehr von der Tinte. Ja, im Boden passiert einfach jetzt nicht viel, weil er so langsam ist. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten und später noch mal gucken. Aber was bisher da ist, sieht auch ziemlich sauber aus, würde ich sagen. Genau, das heißt, was ihr jetzt gesehen habt, wenn das Wasser im Boden versickert, dann wird es immer sauberer. Und das versickert dann, das kann ins Grundwasser gehen. Das Grundwasser kann nah am Boden, an der Oberfläche sein, vielleicht nur 1-2 Meter tief. Es kann aber auch ganz tief sein. Und das Trinkwasser, was wir haben, das kommt meistens aus tieferen Schichten. Ist aber ursprünglich durch den Boden gereinigt und durch diese Schichten gereinigt, sodass wir es dann bedenkenlos trinken können. Oder da ist nichts Schmutziges mehr drin. Manchmal seht ihr dann auch diese Schilder im Wald, zum Beispiel Wasserschutzgebiet. Das heißt, dass da in der Nähe das Trinkwasser abgepumpt wird, dass da unser Trinkwasser herkommt. Und dann ist es in der Regel so, dass direkt um dieses Pumphaus, also da, wo das Wasser abgepumpt wird, darf nichts in den Boden gelangen, aber ein bisschen weiter weg schon, weil man weiß, dass das reicht, wenn das so durch den Boden, weit genug durch den Boden fließt, um das Wasser wirklich sauber zu machen. Gut, ich würde sagen, wir machen eine Viertelstunde Pause und dann machen wir weiter. Gut, machen wir weiter. Wenn wir noch gerade bei dem Thema bleiben, mit dem Trinkwasser. Ich wurde gerade in der Pause gefragt, was passiert denn? Wir sehen jetzt, also ihr könnt das jetzt ja sehen, dass durch den Kies, das war ja ganz blau, und dann durch den Sand, das ist schon relativ sauber. Und jetzt ist inzwischen auch ein bisschen was durch den Boden durchgelaufen. Ihr könnt das vielleicht nicht alle so gut sehen, aber sag mal, ist das gut? Ist ganz sauber, da sieht man gar keine Tinte mehr. Genau. Da können wir sehen, dass das die Schadstoffe oder der Schmutz, der im Wasser ist, sehr gut im Boden gereinigt wird. Jetzt wurde ich gerade gefragt, was passiert denn? Jetzt ist ja Tinte drin oder Schadstoffe. Und das passiert immer wieder. Dann ist ja irgendwann der Boden voll mit Schadstoffen und dann kommt es durch. War die Frage, was meint ihr? Ist das so oder was passiert da? Genau. Es gibt einige Schadstoffe, die können sich sehr gut zersetzen. Die werden abgebaut, weil im Boden haben wir ja sehr viele Tiere und Mikroorganismen, haben wir gerade schon gehört. Und die können diese Schadstoffe zersetzen. Dann gibt es andere Schadstoffe, die können leider nicht abgebaut werden. Aber da kann der Boden auch über viele Jahre, Jahrzehnte die Schadstoffe speichern. Aber dann ist es schon so, wenn die nicht abgebaut werden, kann es irgendwann passieren, dass die ins Grundwasser gelangen natürlich. Deswegen müssen wir natürlich auch gucken, oder wenn ganz, ganz viel Schadstoff auf einmal kommt, dann kann das auch so sein, dass der Boden das nicht mehr säubern kann und dass dann doch was ins Grundwasser kommt. Deswegen müssen wir halt auch gucken, dass wir den Boden langfristig schützen, damit er auch weiter das Trinkwasser für uns säubern kann. Dann hatten wir hier
hatten wir die Tiere im Boden, ne? Hatten wir gehört, es gibt ganz viele Tiere, die nur im Boden vorkommen. Und dann habe ich mal so ein Bild hier. Da kennt ihr wahrscheinlich einige von diesen Tieren. Und wir machen jetzt mal ein kurzes Quiz für euch. Wer kennt den? Maulwurf, genau. Wer kennt den? Regenwurm. Wird immer schwieriger jetzt. Ja, sieht aus wie eine Zecke, ist auch nah verwandt. Was könnte es sonst sein, wenn es keine Zecke ist? Jemand mal. Ja, ist auch mit den Spinnen verwandt, ist ganz ähnlich. Ist aber eine Milbe. Und die Milben, die sind so klein, die sieht man nicht mehr richtig, aber die sind ganz wichtig, weil die im Boden einfach, ne, hier, dieses ganze Blätterzersetzung im Wald sehr gut mitmachen. Ne? Die sind ganz wichtig dafür. Und es gibt, ja, machen wir erstmal weiter. Kennt die noch jemand? Die kann man gar nicht mehr sehen. Also die sind ganz, ganz winzig klein, kann man nicht mehr sehen. Deswegen kennt die wahrscheinlich, wisst ihr was? Fadenwürmer heißen die. Und die sind so klein, dass man die gar nicht... Ach so, da steht verletzte Malzwürfe. Gut, da steht was, aber es geht um... Die Tiere selber heißen Fadenwürmer. Und die sind so klein, dass man die nur noch mit einem ganz, ganz starken Mikroskop sehen kann. Deswegen sehen die so komisch aus. Ne? Genau. Und die sind aber auch ganz wichtig im Boden für bestimmte Sachen. Mal gleich nochmal drauf. Und dann gibt es schließlich das hier. Das ist dann ganz, 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 ganz stark vergrößert. Bakterien, genau. Und Bakterien, wisst ihr ja, wenn man krank ist, dann hat man Bakterien irgendwie, die schlecht sind. Im Boden gibt es ganz, 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 ganz unglaublich viele Bakterien, die wichtig sind für den Boden, damit er so funktioniert, wie er funktioniert. Und was meint ihr, wie viele Organismen sind zum Beispiel in einer Handvoll Boden, wie viele Lebewesen? Ja, also es sind auf jeden Fall große Zahlen, ne? Ja. 8 Milliarden, das kommt der Sache noch am nächsten. Habt ihr eine Idee, was eine Milliarde ist? Wie viel das ist? Ja. Ganz, ganz viel. Ne? Ganz Menschen auf der Erde haben wir jetzt irgendwie 8, 9 Milliarden. Ja, und ungefähr so viele Organismen sind auch in einer Handvoll Boden. Und die meisten sind aber so winzig klein, dass ihr das nie sehen könnt. Ne? Das heißt, ihr könnt jetzt denken, ja gut, sind da ganz winzig klein und sind viele, aber es ist ja nicht so wichtig. Aber auch wenn ihr euch vorstellt, eine Wiese mit Kühen, stellt euch das mal vor. Und dann stellt euch vor, wie groß die Kühe sind auf der Wiese. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ungefähr unter, im Boden, unter der Erde, sind nochmal genauso viel Masse an Lebewesen wie diese Kühe. Nur, dass es halt so ganz viele kleine sind. Aber von der Menge her genauso viel wie diese Riesenkühe. Also das heißt, im Boden gibt es super viele Tiere. Und die meisten sehen wir überhaupt nicht. Ne? Können wir nicht sehen. Und warum gibt es im Boden so viele Tiere? Ist ja gar nicht so schön, ist nicht so sonnig oder so. Mhm. Müssen wir vielleicht nochmal unterscheiden, es gibt Nährstoffe und es gibt Nahrung. Weil wir nehmen das meiste, was wir als Nahrung aufnehmen, ist einfach, damit wir Energie haben, damit wir uns bewegen können. Und Nährstoffe sind die Stoffe, die wir brauchen, damit unser Körper funktioniert. Und im Boden sind viel Nährstoffe auf der einen Seite, aber es ist vor allen Dingen auch viel Nahrung. Also ihr könnt euch ja mal vorstellen, wenn jetzt Herbst ist, ne? Und ihr geht durch den Wald. Da fallen ja ganz viele Blätter runter. Ne? Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist alles Nahrung für Bodentiere. Das heißt, alles, was jetzt hier oben drauf liegt, das wird alles aufgegessen. Ne? Und das ist wirklich viel. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, auch dass so viele Organismen, also wie die Kühe, die oben das Gras fressen, so gibt es im Boden halt genauso viele Organismen, die einfach die Blätter fressen, zum Beispiel im Wald. Oder auch bei Gras die Reste. Und dann gibt es natürlich die sich zuerst von den Blättern ernähren oder von den toten Pflanzen. Dann gibt es die andere Tiere fressen im Boden. Wie es auch auf der Erde gibt es ja auch, es gibt Kühe. Es gibt Kühe, die essen die Pflanzen auf der Erde. Und es gibt dann zum Beispiel Löwen oder Wölfe, die essen dann andere Tiere. Und so gibt es das im Boden auch. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Tiere, die entweder Blätter essen, oder die essen die Reste, die übrig geblieben sind von Blättern. Oder die essen dann das, was davon noch übrig bleibt. Und dann gibt es wieder andere Tiere, die fressen die Bodentiere.
Wenn wir jetzt, wir können nochmal zurückgehen. Laub. Laub, genau. Also der Regenwurm ist zum Beispiel das, wenn jetzt die Blätter, der isst aber nicht die großen Blätter. Ne? Da brauchst du vorher Tiere, die machen die Blätter klein, fressen die klein. Dann kommt irgendwann der Regenwurm, nimmt die kleinen Blätter, isst die, dann geht er nach unten in die Erde und da lässt er die Blätter wieder raus und dann geht er wieder hoch, frisst und mischt so auch den Humus in den Boden ein. Das macht der Regenwurm, deswegen ist er am Boden ganz wichtig. Was essen die Kollegen? Die Ameisen? Blätter gibt es welche, ja. Was noch? Auch andere Tiere, ja. Alles Mögliche, genau. Es gibt unterschiedliche Arten von Ameisen und das sind eigentlich alles Fresser. Die können andere Tiere fressen, die können fressen viel Honig, also Zuckerwasser. Was von, die, es gibt ja auch Ameisen, die halten sich Läuse quasi, um sich da diese Zuckerlösung zu halten. Also es gibt ganz viele Sachen, die Ameisen essen können. Genau. Also da gibt es einerseits gibt's ganz viele verschiedene. Das ist nur eine davon. Und da gibt es welche, die essen Blätter, da gibt es welche, die essen kleine Stämmchen, also auch kleines Holz. Und dann gibt es andere Milben, die fressen wieder Tiere. Und die gibt es zum Beispiel auch, da gibt es welche, die fressen Pflanzenwurzeln, da gibt es welche, die fressen andere Tiere, da gibt es sogar welche, die fressen Käferlarven. Habt ihr mal so einen Maikäferlarve im Boden gesehen? Eggerlinge, hat das mal jemand gesehen? Die sind ja ganz schön groß, ne? Die sind ja so groß. Und die Würmer, die kann man gar nicht sehen. Und trotzdem können die auffressen, wenn die im Boden sind. Halt ganz viele von diesen Würmern befallen dann eigentlich diese Käferlarven und fressen die auf. Und die Bakterien, die fressen natürlich sowieso alles. Vor allem das tote Material, was dann schon sehr stark, also das, was dann schon sehr stark von anderen Tieren zerkleinert und gefressen ist, wird dann von den Bakterien nochmal endgültig umgesetzt, bis dann Nährstoffe wieder frei werden. Das hatten wir auch vorhin gesagt. Die Pflanzen, wenn die toten Blätter runterfallen, die enthalten Nährstoffe. Die Bakterien setzen sie dann wieder frei eigentlich. Genau, und deswegen ist der Boden auch für uns, hat er natürlich eine wichtige Funktion für Lebensmittel. Damit wir Lebensmittel produzieren, fürs Trinkwasser haben wir gelernt. Aber auch für sich, an sich, ist er natürlich ein wichtiger Lebensraum für Tiere, oder? So wie das auch im Wald zum Beispiel, da guckt ihr euch ja auch Tiere an und denkt, das ist schön. Und da unter dem Boden sieht man sie halt nicht, aber es gibt sehr viele von ihnen. Genau, und ein Punkt ist hier noch der Abbau von Laub, den hatte ich besprochen. Dafür habe ich hier mal einfach aus dem Wald so ein bisschen Laubschicht mitgebracht. Wollen Sie noch mal runterkommen mit der Kamera, dann können wir das vielleicht besser sehen. So kennt ihr das vielleicht, wenn ihr durch den Wald lauft, ne, dann liegen oben die Blätter drauf. Ne? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert da mit den Blättern? Weil wenn jetzt jedes Jahr die Blätter runterfallen, dann haben wir ja irgendwann alles voll mit Blättern, oder? Was passiert mit den Blättern? Also wir können uns das jetzt mal angucken hier, sieht es ja ganz gut. Oben drauf liegen die Blätter, die sind vom letzten Herbst, ne? Die kann man noch erkennen. Die haben so ein paar Löcher, da hat schon jemand reingebissen, ne? Aber die sind noch da. Dann haben wir Ästchen, die da drin liegen. Ja, das ist alles von den Bäumen gefallen und dann können wir das mal so runtersuchen. Ja. Und seht ihr, darunter kommt dann aber eine nächste Schicht, da sieht man jetzt keine ganzen Blätter mehr. Das ist schon viel feiner. Ne? Wenn wir das jetzt weiter angucken, dann könnt ihr euch angucken, sieht man das so? Jetzt hier sieht man kein Blatt mehr drin, ne? Die sind schon alle ganz klein gebissen. Ja, das heißt, da waren schon Tiere da, Käfer da, Milben da und so weiter, die klein gebissen haben. Und ihr seht auch, da sind ganz viele Wurzeln schon drin. Das heißt, da wurzeln schon die Pflanzen drin. Da ist natürlich auch oft schön feucht. Und dann, wenn wir das weiter auseinandernehmen, nachher müssen wir es sauber machen, ja, dann seht ihr, das wird immer feiner. Und dann hier uns das angucken, da sieht man eigentlich gar keine Blätter mehr drin. Ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann. Da sieht man gar keine Blätter. Das ist einfach nur noch so schwarze, schleimige Substanz. Und dann können wir hier eigentlich, das kann man hier am Rand auch sehen, oder es wird immer feiner. Und schließlich unten haben wir dann wieder den normalen Boden, der aus Steinchen besteht. Das heißt, hier oben drauf sieht man, wie die Blätter zersetzt werden, von ganz groß bis ganz klein und dann in den Boden eingemischt werden.
Und das kennt ihr ja, wenn ihr durch den Wald lauft. Ihr seid ja alle schon mal durch den Wald gelaufen. Das ist so ganz weich, wenn ihr drauf tretet. Ne? Dann liegt das daran, dass da ganz viele Blätter drauf liegen. Und wenn ihr über den Wald, durch den Wald lauft und es ganz hart, dann liegt das daran, dass wenig Blätter drauf liegen. Wenn wir jetzt das mit den Blättern überlegen, ne? Wenn da so viele Blätter drauf liegen, was meint ihr? Ist das ein Zeichen dafür, dass es dem Boden gut geht, oder? Und es ist einfach so, wenn ihr jetzt über eine Wiese lauft, ne, dann habt ihr das ja nie, dass da so viel drauf liegt. Ne. Das liegt natürlich daran, dass die Wiesen meistens gemäht werden bei uns, aber auch sonst ist es eigentlich im Wald so, dass ihr manchmal diese Schichten habt, manchmal ganz dick, ne, vor allen Dingen unter Tannen oder Nadelbäumen, da wird das dann so ganz weich, wenn man drüber läuft. Und in anderen Wäldern ist es dann relativ hart. Und eigentlich ist das ein Zeichen, je weniger Blätter drauf liegen, desto besser ist das Bodenleben. Weil wenn ihr jetzt im Boden zum Beispiel viele Regenwürmer habt, dann fressen die das hier oben und mischen das direkt in den Boden ein. Und dann gibt es gar nicht diese dicke Schicht. Das heißt, je dicker die Schicht hier ist, desto weniger Bodenlebewesen sind eigentlich da. Das heißt, wenn ihr so einen Wald habt, wo so ganz viel Nadeln drauf liegen, ist das vor allem, weil die Nadeln schlecht abgebaut werden von den Organismen und weil es dem Boden wahrscheinlich nicht ganz so gut geht. Wenn ihr einen Boden habt im Wald, der hart ist, wo ganz wenig Blätter nur drauf liegen, nur die vom letzten Jahr, ohne diese anderen, dann heißt es, dem Boden geht es relativ gut. Dann hat es genug Regenwürmer, dann hat es genug Organismen, die das direkt aufessen und in den Boden einmischen. Und jetzt mal die Frage, was passiert damit, wenn die Organismen das gegessen haben? Wo geht das denn hin? Muss ja irgendwie, wir wissen ja, wir haben ja gehört, es gibt, wenn wir jetzt keinen Abbau hätten, dann hätten wir irgendwann wahnsinnig viel Laub im Wald liegen. Was passiert damit, wenn die Organismen es gegessen haben? Zerreißen das in Stücke, ja, und dann essen sie es. Und dann zur Erde. Und ich sage es jetzt nur, weil es vorhin mal jemand gesagt hatte, deswegen. Habt ihr schon mal CO2 gehört? Ja, ne? Ja, genau. Das ist ja das, was für die Klimaerwärmung auch und so. Und das hier, das ist ja alles, besteht alles eigentlich aus Kohlenstoff und dann die Organismen, die essen das auch und daraus wird dann wieder das Gas. Ne? Und das wird dann wieder für die Pflanzen aufgenommen und wird wieder neue Biomasse. Also das heißt, irgendwann, wenn die Organismen das gegessen haben, ne, dann bleibt das nicht alles im Boden, sondern viel geht einfach wieder verloren aus dem Boden. Aber wenn wenig oben auf dem Boden drauf liegt, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es dem Boden sehr gut geht. Genau, und da sieht man dann im Wald, sieht man eigentlich immer so ein bisschen drauf liegen, aber je nachdem, wie dick das ist, es gibt das auch, dass da wirklich so ein 30, 40 Zentimeter, also so viel von der Streu oben drauf liegt im Wald, wenn es dem Wald nicht gut geht oder dem Boden nicht gut geht. Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele dafür gezeigt, wofür der Boden wichtig ist, ne, oder warum ich jetzt mich damit so viel beschäftige. Wir haben am Anfang schon mal gesammelt. Ne? Eigentlich sagen, den Pflanzen haben wir jetzt besprochen, oder? Das Wasser und die Tiere haben wir besprochen. Dann ging es doch hier um das Wissen über alte Zeiten und das Finden von Stoffen im Boden. Habe ich jetzt nicht zu vorbereitet, aber es ist natürlich so, dass wir teilweise im Boden Sachen finden, die aus alter Zeit kommen. Also zum Beispiel alte Werkzeuge oder Waffen oder so, die aus alter Zeit kommen. Und wir können auch im Boden sehen, wie zum Beispiel früher Landwirtschaft betrieben wurde. Das sieht man heute noch im Boden, wie vor 1000 Jahren Landwirtschaft betrieben wurde oder vor 500 Jahren. Da gibt es ganz spezifische Böden, wo wir das immer noch sehen. Und das heißt eigentlich, der Boden, habe ich ja gesagt, der bildet sich in ungefähr 10.000 Jahren, hat sich der Boden gebildet, den wir hier haben. Das heißt, der ist sehr langsam und da können wir auch sehr lange noch Prozesse nachvollziehen. Also sehr lange noch wissen, was früher passiert ist, weil sich das eben nicht so schnell ändert. Ja, und dann hatten wir noch Standort. Da geht es darum, dass wir auf dem Boden ja rumlaufen. Wir bauen unsere Häuser auf Boden, ne? Wir machen ganz viel auf dem Boden. Und da geht es dann viel um die Stabilität von Boden. Also wie stark können wir den Boden belasten, ohne dass was passiert. Da habe ich auch nicht zu vorbereitet, aber das ist natürlich, da gibt es auch ganz viel Untersuchungen zu. Und bevor ein Haus gebaut wird oder so, muss man den Boden erst ganz gut untersuchen und den Untergrund unter dem Boden auch, um zu wissen, ob man da ein Haus bauen kann.
Nochmal, das ist jetzt ein bisschen viel, ne? Das will ich euch gar nicht alles erklären, aber das ist jetzt mal so eine offizielle Abbildung, ne? Wo dargestellt ist, was der Boden alles kann. Ne? Und wir haben hier zum Beispiel um Nährstoffe haben wir geredet, ne? Wir haben um Wasser geredet, um Wasserreinigung, auch Hochwasserschutz ist ein Thema. Ne? Ihr habt ja bestimmt gehört, dass es in Bayern vor kurzem so große Hochwasser gab, ne? Wo alles überschwemmt war. Das ist natürlich, wenn wir viel freie Fläche, viel freien Boden haben, kann das Wasser versickern und dann kommt es weniger zu Hochwassern. Und dann haben wir hier auch zum Beispiel dieses mit dem, was gesagt wurde, im Boden Sachen finden. Ne? Da gibt es ganz schöne Sachen, die man noch finden kann. Wir kriegen zum Beispiel Holz aus dem Boden, wurde auch angesprochen. CO2, ne? Da hatten wir auch schon in Verbindung mit dem Klima, hatten wir darüber gesprochen. Also es gibt ganz viele Dinge, die der Boden für uns leistet. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass wir gut auf den Boden aufpassen, ne? Dass dem nichts passiert und dass wir der weiter seine Funktionen erfüllen kann. Habt ihr eine Idee, was beim Boden sein kann, dass es dem nicht mehr gut geht? Also das Schlimmste, was dem Boden passieren kann, ist eigentlich das hier. Dass er von oben verschlossen wird. Dass da einfach zum Beispiel ein Parkplatz drauf gebaut wird, dass er versiegelt wird, sagt man, dass er oben zugemacht wird. Wenn er zugemacht wird, dann können da keine Pflanzen wachsen, kann kein Wasser reinigen, es können keine Tiere leben im Boden. Und er kann diese ganzen Sachen, von denen wir gesprochen haben, kann er eigentlich nicht erfüllen mehr. Und das ist eben ein großes Problem, weil insgesamt in Deutschland immer noch ganz viel Boden jeden Tag abgeschlossen wird mit solchen Asphaltdecken zum Beispiel. Oder was auch ein Problem ist, wenn man mit so ganz schweren Maschinen über den Boden fährt. Ne? Wir hatten ja vorhin gesagt, der Boden hat ungefähr die Hälfte des Hohlraums und die Hälfte ist fest. Wenn wir damit so schweren Maschinen drüber fahren, dann drücken wir die Hohlräume zu. Und dann können die Pflanzen nicht mehr atmen und das Wasser kann nicht mehr gut versickern und ist der Boden auch gestört. Dann kann er nicht mehr gut leben. Und dann das, was wir vorhin angesprochen hatten, mit den Schadstoffen ist natürlich noch ein Problem. Wenn zu viel Schadstoffe in den Boden kommen über lange Zeit, dann können die Bodenlebewesen, die ja das alles machen, also die viel zum Beispiel hier abbauen und Nährstoffe freisetzen und so, die sterben dann irgendwann und dann kann der Boden auch nicht mehr das leisten, was er leisten kann normalerweise. Genau. Wir hatten am Anfang gehört, ich arbeite viel zu Plastik im Boden eigentlich, dazu habe ich jetzt aber nichts vorbereitet. Es fällt eigentlich hiermit in diese Kategorie, also Bodenverschmutzung und wie sich die auswirken auf die Lebewesen im Boden, auf die Qualität vom Boden eigentlich. Gut, wir sind nah am Ende. Ich habe jetzt noch mal ein kurzes Quiz vorbereitet. Mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Woraus besteht Boden? Und dann habe ich A, aus zerkleinertem Gestein, zersetzten Pflanzen, Wasser und Luft. Oder B, aus Sand, Schlamm und Dreck. Wer ist für A? Und wer ist für B? Gut, also A ist richtig natürlich. Dann ist die nächste Frage, warum ist Boden wichtig für unsere Ernährung? Und dann das eine ist, weil er Wasser für die Pflanzen speichert und die zweite, weil man Bodentiere essen kann. Wer ist für A? Und wer ist für B? Ah, sehr gut, wieder A richtig. Und woher kommt das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt? Aus großen Flüssen ist A? Oder aus dem Grundwasser? Ah, sehr gut. Genau. Aus den Flüssen wird manchmal das Wasser, was man aus den Flüssen holt, muss man immer noch ganz, ganz viel aufreinigen, filtern, bevor man es trinken kann. Und aus dem Grundwasser kann man es eben direkt nehmen. Welche Tiere sind das? Die kann man gar nicht sehen. Wisst ihr es noch? Das Regenwürmer. A? Sind das Regenwürmer oder sind das Fadenwürmer? Ah, sehr gut. Gut, wir sind jetzt eigentlich am Ende. Ich hoffe, ihr habt gesehen, warum ich mich mit Böden beschäftige, oder? Weil es eben wichtig ist, dass man sich auskennt mit Böden und auch wichtig ist, Böden zu schützen. Und Böden sind auch schön. Wenn ihr euch den anguckt zum Beispiel, habe ich während meines Studiums mal aufgegraben. Das heißt, habe ich ganz tief gegraben und dann sehen die wirklich wunderschön aus, solche Böden. Genau. Und da habe ich mich so ein bisschen dafür begeistert und bin dann dran geblieben. Bin immer noch der Meinung, dass Böden super wichtig sind. Gut,
Habt ihr noch Fragen? Ja? Das sieht wirklich schön aus. Ne? Das ist ein bisschen nördlich von Essen im Ruhrgebiet. Also ist ungefähr 400 Kilometer von hier entfernt. Kann man nicht so einfach hinfahren, leider. Und ist auch schon wieder zu. Wir haben das ja aufgegraben und danach wieder zugemacht. Habt ihr noch Fragen? Nicht. Okay, dann sind wir fertig für heute. Dann einen schönen Samstag noch.